read about Microsoft domain quirks and how they can be exploited. About this, Yakuto will tell us now. Hallo auch aus dem Translation-Team hier für euch. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Domain-Controller. Domain-Controller haben Benutzer-Accounts, haben auch Benutzer-Accounts. Und ja, wir werden halt ein paar alte Hacks ausnutzen, ein paar neue Hacks, und ich hoffe, wir haben ganz viel Spaß zusammen. Ich möchte anfangen und mich bei ein paar Leuten bedanken, die ja die harte Arbeit gemacht haben, Wege herauszufinden, wie man diese Benutzerkonten ausnutzen kann. Insbesondere diese Leute, Lee Christensen, Will Schröder, Matt Nelson und Elan Shamir und Dirk Jan. Aber es gibt natürlich noch viele, viele andere, die im Laufe der Jahre viel, viel Zeit da reingesteckt haben, in diesen Active Directory Service sich einzutauchen. Und ja, also ihr habt einen riesigen Teil der Arbeit übernommen. Und ich möchte auch meinem Chef danken oder meinem Unternehmen, weil es halt echt toll ist, seine eigene Arbeit zu machen, ohne sich Sorgen um die Bezahlung machen zu müssen. Wir möchten mit der alter Technik anfangen, die Teil von Microsoft Active Directory ist, und das ist NTLM. NTLM steht für New Technology LAN Manager und es wurde in Windows NT 4 eingeführt, 1996. Which incidentally, und protocols are older than I am. Also diese Protokolle sind älter als ich, also es ist wirklich antikes Zeug. Das ist eine Protokoll-Suite für Sicherheit. Es gibt hier viel, viel verwirrende Terminologie, wenn über diese Technologie gesprochen wird. Und wir haben hier ein ganzes Paket von verschiedenen Protokollen, die uns ermöglichen, über das Netzwerk sicher zu kommunizieren. Also ja, signiert Protokolle und das ist dafür bekannt für den NTLM Hash. Das ist halt der Hash für das Passwort, und jeder, der bisher Minicards verwendet hat, hat vermutlich sein eigenes Hash von seinem eigenen Passwort ausgegeben. Und es gibt ziemlich viel Aufruhr über so Hash-Attacken, aber da werden wir uns jetzt nicht konzentrieren. Das einzige Wichtige von NTLM ist, dass es dieses Challenge-Response-Protokoll gibt. Ja, die Art, wie solche Protokolle im Allgemeinen funktionieren, ist, es gibt ein geteiltes Geheimnis zwischen dem Client und dem Server, also etwas, was beide kennen, und deshalb können beide eine Berechnung machen, basierend auf irgendeiner Zufallszahl, und beide von denen bekommen die gleichen Ergebnisse. Also die Art, wie das funktioniert, wie man auch auf diesem Diagramm sehen kann, ist, wenn der Client sich gegenüber dem Server authentisieren möchte, dann sendet der Server eine Zahl zurück, eine Server-Challenge, und beide von denen machen dieselben Berechnungen zusammen, basierend auch auf dem geteilten Geheimnis, also in dem Fall das Benutzerpasswort, und hoffentlich kriegen sie dasselbe Ergebnis, und der Client sendet die Antwort von dieser Herausforderung an den Server zurück, und der Server kann das verifizieren. Und in Version 2 gibt es auch noch einen zweiten Client-Challenge-Step. Also nicht nur der Server weiß, dass der Client das Geheimnis kennt, sondern auch der Client kann verifizieren, dass der Server den Secret auch kennt. Also für diese Präsentation werde ich ein paar Fußnoten haben hier unten. Das sind Dinge, die zwar interessant sind, aber nicht zum Rahmen für diesen Vortrag gehören, also mehr etwas, was man sich anschauen kann, wenn man sich die Slides nachher anguckt oder wenn ich über etwas rede, was euch nicht interessiert. Naja, also das Ding damit ist halt, dass sie häufig verwundbar sind zu Relay-Attacken, also Relay-Angriffen, und NTLM ist da keine Ausnahme. Also wie kann dieses Relaying funktionieren? Was wichtig dafür ist, oder was wichtig an diesem Diagramm ist, das erste Ding, was hier passiert, ist, dass der Client versucht, sich gegenüber dem Angreifer zu authentisieren. Das ist dieses Ding in der Mitte. Also der Client sagt, ich möchte mich gegenüber von dir authentisieren, und anstatt dass der Angreifer jetzt seine eigene Herausforderung generiert, schickt er das weiter an den Server und sagt dem Server, hey, ich möchte mich gegenüber dem Server authentisieren, ohne diesen Shared Secret zu können. Also er bekommt seinen eigenen Server-Challenge vom Server und leitet das weiter an den Client.
und kann jetzt quasi den Client dazu verwenden, die Antwort darauf zu generieren. Also der Client versucht, sich mit dem Angreifer zu verbinden und der Angreifer wird das halt wird sich standardgemäß verhalten und dann bekommt er vom Client die Antwort, die er dann an den Server weiterleiten kann. Und ja, selbst wenn da ein zufälliger Client-Challenge ist, wir können das völlig ignorieren, ob der Client den Server authentisieren kann oder nicht. Wir möchten einfach nur gegenüber dem Server authentisiert sein und können danach die Verbindung mit dem Client trennen und sagen, irgendwas ist schief gegangen. Also ja, die zwei wichtigen Dinge, die man aus diesem Diagramm herausziehen kann über das Relaying, ist, dass in diesem Szenario hat der Angreifer überhaupt keine Ahnung von diesem Geheimnis und dem Benutzerpasswort. Selbst wenn diese Challenge-Response-Berechnung durch irgendwas anderes verwundbar ist, zum Beispiel durch Brute-Forcing, kann er auch versuchen, das Passwort zu knacken, aber das gibt dem Angreifer jetzt nicht notwendigerweise notwendige Erkenntnis über das Passwort. Und wie ich schon gesagt habe, der Client muss die Verbindung initialisieren. Also es ist ein anderer, wir müssen einen Weg finden, um den Client dazu zu zwingen. Das ist natürlich eine große Sache und das ist schon lange Zeit bekannt. Es gibt auch eine Gegenmaßnahme dafür für NTLMM, nämlich daneben, dass du beweisen musst, dass du einen Teil des Geheimnisses weißt, wird auch daraus der Sitzungsschlüssel generiert. Das heißt, der Angreifer kann den Sitzungsschlüssel nicht generieren und man kann ihn nicht erraten. Und dann, wenn Signierung erforderlich ist, dann muss jede Nachricht mit diesem Session-Schlüssel signiert sein. Das heißt, man kann die Authentifizierung relayen, aber man kann danach nicht kommunizieren. Das heißt, man kann auch keine Nachrichten modifizieren, weil man den Sitzungsschlüssel nicht kennt. Das heißt, man kann nicht signieren. Aber die interessante Sache ist, dass nicht jedes der Protokoll signiert ist. Man kann nicht für jedes Protokoll Signierung enforcen. Zum Beispiel SMB und LDAP können das für Active Directory und so weiter, User Accounts und so weiter. Aber HTTP zum Beispiel kann das überhaupt nicht. Also wenn man den Client dazu überreden kann, über HTTP Anfragen zu machen, dann weiß man, dass es nie zu Signierversuchen führt, weil es über HTTP einfach nicht funktioniert. Eine andere interessante Sache hier ist, die erste Nachricht, die gesendet wird, die Aushandlungsnachricht hat eine Bit-Array von Sicherheitsfeatures, die benutzt werden sollen. Zum Beispiel kann man da sagen, ich möchte überhaupt keine Signierung machen, nur signieren, falls es möglich ist, oder immer signieren. Und zum Beispiel auch die Frage, ob man die erste Version von NetLTM benutzen möchte. Diese Nachricht enthält wieder eine Signatur, also ein MIC, Message Integrity Code. Das heißt, man kann ihn nicht einfach so modifizieren, abgesehen von Implementierungsbugs natürlich. Zum Beispiel die Drop-the-Mic-Verwundbarkeit, wo man einfach die MIC wegwerfen konnte. Das war aber ein Fehler und wurde schnell gefixt. Das heißt, man kann nicht einfach mit Hilfe dieser Nachricht das Protokoll herunterstufen auf die letzte Version. Das ist anders als SMB. In SMB, even with this bit set, and therefore if also the server can do signing, they will negotiate it even when das heißt, man in the middle in the wenn man jetzt über SMB eine Verbindung macht und da im Client drin steht, Signing, mach Signing, wenn das möglich ist, selbst dann kann man als jemand in der Mitte nichts dagegen tun, weil die Nachrichten sind alle signiert und dann handelt der Server halt einfach Signierung auf. Das heißt, ja, man kann das nicht einfach wegwerfen, diese Signierung.
And now let's get to the title of the talk. So, jetzt kommen wir doch mal zum Titel, zum Titel des Talks. Has its own account in Denn jeder Domain-Computer hat auch Benutzerkonten. Und ja, ich werde in diesem Vortrag jetzt über Accounts reden, wenn sie in einem Active Directory drin stehen und Maschinenkonten einfach für die lokal sind. Man kann das jetzt hier erkennen, indem das registered in the domain, it will ein have an account with this name with the dollar sign at the end. Das kann man daran erkennen, dass die User Accounts mit Dollarzeichen enden. Es gibt nicht so viele Unterschiede zu normalen Accounts. Es ist hauptsächlich, dass die Maschinen Accounts zufällige Passwörter haben, which can even contain invalid UTF-16 characters, so sogar mit ungültigen UTF-16 Zeichen. Ich weiß nicht genau, wie das ist, aber man kann es jedenfalls nicht brute forcen. Aber ansonsten können sie genau die gleichen Dinge tun wie normale Accounts. Es kann NTML authentifiziert werden, es kann Kerberos-Tickets bekommen und es kann ein Ziel dieser Attacke sein, die ich gerade diskutiert habe. Also, die große Frage ist, können wir einen Computer übernehmen, indem wir die Maschinen-Credentials relayen können? Und ja, was können wir damit machen? Wohin können wir das irgendwo umleiten, um damit was machen? Das war jetzt eine offene Frage für eine sehr lange Zeit. Erst im letzten und diesem Jahr haben wir ein bisschen was in diesem Thema gesehen habe. Und um das zu beantworten, müssen wir noch eine andere Authentifizierungsprotokoll uns anschauen. Und das ist Kerberos. Kerberos ist ein Protokoll, um symmetrische Schlüssel zu verteilen. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Es wurde entworfen, vom MIT entworfen und Microsoft hat viel dazu beigetragen. Es ist ziemlich, ziemlich komplex, ein komplexes Biest. Also es ist ein Thema, was ich sehr vereinfachen werde und wir werden uns keine Gedanken machen über die Schlüsselverteilung. Wir werden uns nur Gedanken darüber machen, wie die Authentisierung in diesem Protokoll funktioniert. Also ja, seid fair zu mir, wenn ich versuche, hier die Basics zu erklären. Ja, genau, da war kurz das Audio weg. Das Erste, was man darüber wissen sollte, ist, was ist ein TGT? Es ist ein Ticket-Granting-Ticket, also ein Ticket, was ein anderes Ticket verteilt. Und das ist ein Beweis, das man benutzen kann, um später Tickets für verschiedene Dienste zu erhalten. Also das ist hier ein Vergleich zu einem Freizeitpark. Und wenn man zu einem Freizeitpark geht und fragt, wenn man sich ein Tagesticket kauft für alle Attraktionen, dann kann man das kaufen und kriegt dieses Ticket. Und wenn man dann später Münzen für so ja, für so ein Autoscooter oder sowas braucht, dann geht man einfach zu so einer Bude und zeigt das Ticket vor und bekommt dann im Gegenzug die Münzen, die dann das Ticket für diesen spezifischen Dienst sind. Und warum man TGT verwenden sollte, ist, man muss nur einmal sein Passwort verwenden und dann hat man dieses Ticket, was keinen Bezug zum Benutzerpasswort hat und man kann dieses Ticket dann einfach weitergeben und verwenden und die Identität wird nur einmal überprüft. Also man muss nur einmal authentisieren und alle anderen Schritte können dann autorisieren, also ja, zu diesem spezifischen Nutzer. Und wie man so ein Ticket bekommt, ist es ziemlich einfach, man fragt einfach danach und der Kerberos-Server sagt, hey, du musst dich authentisieren, also dann schickt man einen Request, diesmal mit dem Passwort oder mit dem Passwort-Hash oder mit dem Key oder irgendwas, was halt beweisen kann, wer du bist, und dann kriegt man sein Ticket zurück.
Und der andere Teil von Kerberos, nachdem man so ein Ticket hat, sind halt eben Dienste. Und man sollte jetzt nicht darüber das vergleichen mit Windows-Server-Diensten, weil da auch die Terminologie einfach doof ist, sondern halt verschiedenen Protokolle. Zum Beispiel LDAP ist ein Service, HTTP ist ein Service, SMB oder CIFS ist ein Service, also Dateiservice, Dateitransfer. Jeder dieser Dienste hat so einen SPN, so einen Namen halt, so eine ID, also quasi eine Identifizierungsnummer in der Domain für diesen Service, für diesen spezifischen Service, ne, den man sich gegenüber authentisieren möchte. Also zum Beispiel Beispiele, also ldap-dc.domain.com, das ist der LDAP-Server auf der Domain-Controller, oder sif/files.domain.com, das ist dann halt ein Dateitransferdienst auf einem Dateitransfer-Server. Das könnten so NPNs sein. Und wenn man sein Ticket hat, ist die Authentisierung zu einem dieser Dienste sehr einfach. Man geht zum Kerberos Distribution Center und sagt, hey, ich hätte gerne ein Ticket für diesen spezifischen Dienst, und zeigt ihm sein allgemeingültiges Ticket. Der Server überprüft das allgemeingültige Ticket und gibt einem ein spezifisches Ticket zurück, was man dann verwenden kann, um sich gegenüber dem File-Server zum Beispiel verwenden kann, um sich zu authentisieren. Wie ich bereits gesagt habe, Kerberos ist ja mehr ein Protokoll zum Verteilen von symmetrischen Schlüsseln. Beim Authentifizierungsteil kriegt man auch noch seinen Schlüssel übergeben, um die Verbindung zu verschlüsseln, aber das ist jetzt nicht wichtig für diesen Vortrag. Also eine Sache, die alle komplizierten und ja, also fortgeschrittenen, wie auch immer man das nennen will, Protokolle, die sich mit Authentifizierung beschaffen, gemeinsam haben, ist, dass sie einen Weg anbieten, um halt irgendwie, wie man vortäuschen kann, dass man jemand anders ist, der man nicht ist. Das haben die alle gemein. Und das ist natürlich nützlich für irgendwas wie Single Sign-On, also nur eine Anmeldung möglich für verschiedene Dienste. Man verbindet sich zu einem Server und der Server möchte sich mit einem Backup-Server verbinden, dann kann der Server seine Nutzerdaten verwenden, sodass es so aussieht, als wäre man direkt mit dem Backup-Server verbunden, und all die Autorisierungen mit den Gruppenrichtlinien und sowas, die man eingesetzt hat, funktionieren einfach von alleine. Also das ist halt was Protokolle alle gemein haben. Und Kerberos, zumindest die Microsoft-Implementierung von Kerberos, ist da keine Ausnahme. Die mächtigste davon ist diese Unconstrained Delegation. Das ist halt auch der Grund, warum sie diesen Namen hat, weil sie halt uneingeschränkt ist. Man setzt einen Dienst auf oder einen Computer, und alle Dienste auf der Maschine, auf dem Gerät, also uneingeschränkte Delegation heißt, dass alle Tickets, die das TGT für diese Maschine generiert, enthalten das TGT vom ursprünglichen Nutzer, sodass der Dienst das entschlüsseln kann. Also wenn man ein so ein spezifisches Ticket zu diesem spezifischen Server gibt, kann der das entschlüsseln und kann den allgemeinen Schlüssel da rausrechnen, den man ursprünglich hatte, und dann kann man auch, also man hat quasi das Master-Ticket, was man dann benutzen kann, um Tickets für andere Dienste zu bekommen. Also der Server kann das aus dem spezifischen Ticket zurückrechnen. Aber ja, standardmäßig, das ist halt etwas, was nur Domain-Administratoren einrichten können, weil wenn man halt einen Host kompromittiert, der uneingeschränkte Delegation hat, jedes Mal, wenn jemand sich gegenüber diesem Server authentisiert, dann kann man halt sich die ganzen ursprünglichen Sachen holen, und man kann natürlich dann einfach sagen, hey, ich bin der Domain-Administrator, und alle werden einem glauben. Also hier ist wieder ein kleines Diagramm, wie es funktioniert. Genau das gleiche, wie man halt ein reguläres Ticket bekommt, aber in diesem Fall ist das Ticket in der Antwort verschlüsselt, und der Client kann das jetzt nicht unterscheiden, ob da jetzt sein originales Ticket drinsteckt oder nicht. Der gibt es einfach nur weiter an den Server, und der Server sieht, aha, er hat mir nicht nur ein spezifisches Ticket gegeben, sondern sogar ein allgemeines Ticket, und das findet er dann toll. Und das ist ziemlich mächtig, aber halt auch ziemlich gefährlich, weil wenn man jemandem vertraut bei dieser Unconstrained Delegation, dann kann der in seiner ganzen Domain rumlaufen und jedem gegenüber behaupten, er wäre jemand anderes. Und deshalb hat Microsoft etwas eingeführt, was Constraint Delegation heißt. Das heißt S4U2 Proxy. Hier ist das Vertrauen nicht über die ganze Domain, sondern es ist bloß zwischen zwei Diensten. Zum Beispiel sagen wir PCA
vertraut PCB, dann vertraut jeder Service auf PCA jedem Service auf PCBB. Das heißt, wenn man TGD hätte, dann könnte man alles machen, aber hier kriegt der vertraute Service nur ein Ticket, was es weiter schicken kann, an den zweiten Server, nachdem man den Key Distribution Server nach einem weiteren Ticket gefragt hat. Das heißt, der Server kann dieses Ticket nehmen, zum KDC gehen und dort ein Ticket kriegen für denjenigen Service, der dem vertraut worden ist. Hier seht ihr das nochmal in einem Diagramm. Hier der ursprüngliche Ticket-Exchange ist immer noch genauso. Dann authentifiziert man sich mit dem Service und hier kann die Backup-Domain der File-Domain vertrauen und dann kann die File-Domain, kann der File-Server den Key-Server fragen, hier, der User ist gerade bei mir und ich möchte ein Ticket für den Backup-Server kriegen und dann sagt der KDC, ja, hier, kein Problem, hier ist das Ticket und dann kann der File-Server einfach so tun, als sei er der User gegenüber dem Backup-Server. Also hier haben wir das gleiche Problem wie vorher und hier ist es immer noch. Hier konnte man das nur über vertraute Maschinen machen und nur von Domain-Admins. Aber jetzt hat Microsoft ressourcenbasierte Constraint Delegation eingeführt. Das heißt, derjenige, dem vertraut wird, kann jetzt entscheiden, wem vertraut wird, also wem er vertrauen möchte. Das heißt, jeder Service kann selber entscheiden, wem er vertrauen möchte. Das heißt, das können wir jetzt für unseren Angriff benutzen. Dann können wir ihm nämlich sagen, dass er allen anderen Computern trusten sollen. Jetzt fehlt noch ein kleines Stückchen, was ein kleiner witzige Sache ist. Es gibt nämlich noch. It's not delegation as much as it is. Es gibt noch eine andere Art von Delegation, nämlich man kann zwischen Protokollen zu wechseln. Jeder Service kann normalerweise Tickets, jeder Server kann Tickets für jeden Service generieren, einfach egal was der User ist, es kann einfach für jeden User für sich selber Tickets generieren. Das heißt, diese Tickets können dann sogar als Beweis für S4 U2 Proxy verwendet werden. Das heißt, man kann das benutzen, um dann denen auf die Maschinen zuzugreifen, die einem selber vertrauen. So, was ist jetzt der Plan für unsere Attacke? Das heißt, wir müssen irgendeine Maschine übernehmen, dann suchen wir eine Opfermaschine, die sich gegenüber uns authentifizieren möchte mit NTRM, dann relayen wir die Zugangsdaten, dann benutzen wir das, um das Opfer dazu zu bringen, uns zu vertrauen. Dann kriegen wir ein Ticket-Granting-Ticket und dann kriegen wir erstmal ein Administrator-Ticket für ein File-Share und dann gehen wir über die S4 U2 Proxy das nutzen, um ein Administrator-Ticket zu bekommen.
we own any domain? So, wie können wir überhaupt eine Domain-Maschine übernehmen? Is it by default? Interessanterweise, standardmäßig, jeder Account kann in einer in Domain bis zu 5 Maschinen zur Domain hinzufügen. Jeder vernünftige Administrator hat das natürlich deaktiviert, aber wenn man eine Domain hat, die das aktiviert hat, dann kann man einfach zum Domain-Controller gehen und eine neue Maschine hinzufügen. Ja, und dann ist das alles, was man braucht. Sogar Maschinen-Accounts können das machen. Das heißt, wenn man das macht, dann kann man den ersten Schritt einfach überspringen. Man kann einfach direkt zum dritten Schritt gehen, das Opfer dazu bringen, LDAP zu benutzen, und dann hat man einfach eine Maschine gebaut und sie als vertraut markiert. Ansonsten nimmt man einfach irgendeinen Exploit, zum Beispiel Eternal Blue. Man bootet irgendwie ein Kali auf einer existierenden Workstation und so weiter. Solange das nicht mit BitLocker verschlüsselt ist, funktioniert das eigentlich ganz gut. Das war alles relativ einfach, aber der harte Teil, der jetzt noch fehlt, ist die ganzen anderen Details von den Maschinen. Ja. Also wenn irgendwelche Ideen habt, wie man das machen könnte, könnt ihr das uns gerne sagen, weil dann würden wir uns sehr freuen. Weil im Moment ist der beste Weg, den wir haben, ist halt eine Man-in-the-Middle-Attack. Also, ja. Das Beste, was bisher immer funktioniert hat, ist halt ein physikalisches Man-in-the-Middle, wo man halt wirklich den Computer nimmt, wenn man wirklich physischen Zugriff darauf hat, man nimmt diese Maschine, schließt sie an seinen eigenen PC, wo man einen DHCP-Server drauf läuft, und der ist so konfiguriert, dass alle Adressen, alle Anfragen auf den eigenen Computer weitergeleitet werden, und irgendwann wird Windows irgendwelche Updates oder so runterladen, unverschlüsselt, und sich mit seinem Benutzerpasswort bei den Updates authentifizieren, und dann hat man halt eine unverschlüsselte Übermittlung von dem Benutzerpasswort bekommen. Man kann auch eine andere Attacke verwenden, MITM6, was ist halt ein ziemlich interessantes Projekt ist. Wenn das Netzwerk, wo man ist, kein IPv6 benutzt, kann man die meisten Windows-Computer versuchen trotzdem einen IPv6 DHCP-Server zu finden, also kann man seinen eigenen DHCP-V6-Server starten und einen DNS-Server konfigurieren, und weil Windows IPv6 gegenüber IPv4 bevorzugt, Windows wahrscheinlich den eigenen IPv6-Server verwenden, anstatt den IPv4-Server, der in der Domain verwendet werden soll. Aber es gab auch einige lustige und merkwürdige Sachen, die da aber entstanden sind. Zum Beispiel kann man sein Hintergrundbild oder sein Profilbild verändern, weil wenn man sein Profilbild ändert, dann wird es mit dem Maschinenkonto heruntergeladen, mit einem Protokoll DACH, was ein Dateizugriff über HTTP ist. Also es ist ziemlich zuverlässig. Man kann halt sein Logstream zu irgendeinem Dateifad webdev-relay@80/folder/dummy.jpg ändern. Und dann versucht der Server, sich da eben zu authentisieren, und dann kann man dabei das Benutzerpasswort mitschneiden. Und was noch interessant ist, ist der Printer-Bug. Also Bug ist in diesem Fall in Anführungszeichen, weil Microsoft behauptet, es wäre absichtlich so und es wäre eine Funktion. Da ist dieser Remote-Prozedur-Aufruf, RPC Remote Find First Printer Change Notification X. Und was das macht, ist, es fragt den Computer, es bittet ihn darum, sich gegenüber einem anderen Server zu registrieren als ein Benachrichtigungs-, wenn irgendwas passiert mit irgendeinem Printer, mit irgendeinem Drucker zum Beispiel, wenn der Drucker kein Papier mehr hat, dann wird das weitergeleitet an einen.
Und weil diese Nachricht über SMB übermittelt wird, heißt das, dass wenn man sich selbst da registriert auf dieser Remote-Maschine als so ein Benachrichtigungshändler, dann wird das versuchen, sich mit dir über SMB zu verbinden mit dem Maschinenkonto, also mit dem Maschinenbenutzerkonto. Also wenn ich mich selber als ein Notification-Listener registriere, dann werde ich eine SMB-Verbindung erhalten. Die meisten fragen natürlich nach Signatur, also nach Signierung. Also es ist nicht so zuverlässig wie... Ja, also wenn die Maschine darum bittet, das zu signieren, dann hat man halt eben signierte Nachrichten und man hat keine Möglichkeiten, da die eigenen Nachrichten reinzubauen. Aber es gibt noch einen weiteren Exploit. Also der macht zwei Aufrufe. Erstmal OpenPrinter und dann den zweiten, den wir gerade schon gehört haben. Und OpenPrinter ist halt erforderlich, um erst einen Handle zu bekommen, um die anderen Protokolle zu verwenden. Und dann... Also es authentisiert sich als der Drucker und nicht als der Listener. Und wie das funktioniert ist, wenn man eine Authentisierung vom Opfer bekommen möchte, verbindet man sich mit dem Widmer, mit dem Opfer verwendet dieser OpenPrinter-Aufruf und dann verwendet man diesen Find-First-Printer-Change-Notification-X mit dem eigenen Computer. Und ich habe da ein paar Dokumentationen drüber gefunden und was ich interessant habe ist, das Printer-Name-Pattern ist so definiert, nicht only hat man nicht nur den Servernamen und Local-Printer-Name, sondern da ist auch noch etwas wie ein Webprint-Server, der über HTTP funktioniert. Naja, HTTP ist besser, wenn man jetzt den Printer von Self zu so einem HTTP-Aufruf verwendet. Das ist jetzt hier ein Log, wo man das sehen kann. Ich habe natürlich ein paar Sachen zensiert, aber das ist das erste Mal, wo mir das passiert ist. Was ich hier gesehen habe, ist, hey, HTTP connection and then it tried to also da wurde eine Authentisierung über HTTP als der Maschinenbenutzer-Account verwendet, also über HTTP, also unverschlüsselt, das Relay hat nicht geklappt, aber hey, das ist großartig. Und in dem Moment habe ich den Vortrag für den CCC eingereicht und ich habe es immer wieder versucht zu reproduzieren, aber es hat einfach nicht funktioniert. Also diese zwei Zeilen, die ich hier ausgeschwärzt habe, sind die so wichtig sind. Also die Zugangsdaten sind über SMB übermittelt worden und nicht über HTTP. Also was ist genau passiert? Ich habe eine ganze Menge Zeit verwendet, das zu debuggen und ich habe diesen Call zu Find First Printer Change Notification Unmodified, also der Remote Computer hat sich über HTTP verbunden, aber hat keine SMB, hat kein Passwort darüber untermittelt, sondern hat sich mit einem neuen Benutzer mit einem neuen Passwort verbunden, was nicht wirklich was gebracht hat. Und ja, man kann halt den regulären SMB-Aufruf. Weil es halt Multithreading ist, konnte ich das jetzt nicht genau debuggen, aber am Ende hat es dann funktioniert. Also das wirkte wie ein totes Ende und hier konnte man keinen Remote-Angriff daraus bekommen, der dazu führt, dass also Computer sich über HTTP authentisieren. Also ich habe hier eine Demonstration. Also hoffentlich wird die Demonstration beweisen, dass es wirklich klappt. Also wir werden erst einen neuen Computer zu der Domain hinzufügen, dann werden wir diese physikalische Man-in-the-Middle-Attack verwenden, um das Opfer zu uns authentisieren mit NLM. Und dann werden wir sagen, dass der Opfer allen anderen Credentials von allen anderen Maschinen vertrauen soll und dann werden wir uns ein Ticket dafür holen, um auf dieser Maschine uns einzuloggen und können uns dann als Administrator mit der Maschine verbinden. Das hier ist die Opfermaschine, Desktop, ganz langer Name. Und hier habe ich eine Kali-Maschine, die zwei Accounts hat. Einer ist zu der VM, zu der Domain verbunden und das andere ist ein DHCP-Server, der dafür sorgt, dass zu mir verbunden wird. So, hier nehmen wir mal an, ich hätte einen unprivilegierten Account zu der Maschine. Hier haben wir dann einen Maschinenaccount mit diesem Passwort bekommen.
Was wir jetzt machen möchten, ist den DNS-Server benutzen. Das ist jetzt bloß ein DNS-Server. And also I will start up the, dann starte ich noch den NTML-Relay, wo ich zum Domain-Computer Relay auf LDAP und dann möchte ich noch den Zugriff delegaten zu diesem Computer. Jetzt mache ich einfach das, was ich gesagt habe, was ich tue, nämlich den Netzwerk, das Netzwerk wechseln zu dem DHCP-Server. Und dann starte ich den Computer neu. Now there are already some, as you can see, there are some already some Windows Update HTTP requests. Why in 2019? Hier gab's schon ein paar Windows Update Sachen. Ich frage mich zwar, warum Windows Update über HTTP macht. Das ist mir überhaupt nicht klar. So we wait. Aber jetzt rebooten wir erstmal. Warten wir mal ein bisschen. Windows startet. Yeah, and so now, as you can see, we already. Wenn wir jetzt uns das anschauen, we already successfully. Dann haben wir schon erfolgreich die Credentials Relayed, die. The target, which is the A83BN, and. Die Zugangsdaten Relayed. We there it has already performed. So yeah, somewhere here it in the log there will be yeah. Und hier irgendwo in dem Log gibt's dann XHB, which we added, can now noch die Nachricht, dass wir als dieser Person so gegenüber dem anderen Service Benutzer so impersonieren können. Also jetzt probieren wir mal, ob das Ticket, was wir weitergeben, tatsächlich korrekt ist. Jetzt habe ich hier noch so ein Skript, was uns Tickets gibt. Also hier wollen wir ein Ticket für CIFS auf dem Desktop haben. Wir wollen den Administrator impersonieren. Und dann möchte ich als die Maschine mich authentifizieren, die wir da oben hinzugefügt haben. And this is the password for the machine. Das ist das Passwort der Maschine. And bam, I have a ticket that actually. Und yay, jetzt habe ich einen Administrator auf der anderen Maschine. Dann mache ich jetzt hier so einen Secret Dump, also ich hole mir die Geheimnisse von der Maschine. Und wenn ich das jetzt laufen lasse, nothing happens. Dann passiert nichts. Yeah, this is probably some. I accidentally connected the wrong network. This needs to be on VMNet 7, not VMNet 8. Jetzt habe ich das falsche Netzwerk verbunden. Das mache ich mal kurz wieder ganz. Numbers. And now try again. Neuer Versuch. And bam, here are your credentials. Und hier sind die Zugangsdaten. So we successfully impersonate administrator to the wir haben uns erfolgreich gegenüber der Zielmaschine als Administrator ausgegeben. So, yeah, this is not good. So how can we das ist jetzt nicht gut. Was können wir dagegen tun? Das Problem ist, das meiste ist so gedacht. In Kerberos. And Microsoft would have to change that. For example, Kerberos wird nicht geändert. Microsoft denkt, das ist sinnvoll. Die Idee, die man vielleicht verfolgen könnte, ist, dass man die eigenen Tickets nicht benutzen kann, um für andere Maschinen sich zu authentifizieren. Die einzig mögliche Gegenmaßnahme ist eigentlich, Relaying zu verhindern. Letzte Woche hat gerade Microsoft ein Advisory rausgegeben, dass man LDAP-Signierung verwenden sollte. Right now. So, and
One thing you can do as a defense. Was man jetzt noch zusätzlich tun kann, ist, dass man die kritischen Benutzer zu den geschützten Nutzern hinzufügen kann oder die Eigenschaft setzen, dass man die User nicht delegieren kann. Das ist jetzt das Ende der Präsentation. Ein großer Fail ist passiert, aber das passiert halt so. Ich würde mich sehr freuen, mit euch zu reden später auf dem CC-Camp oder auf Twitter. Und wir suchen immer noch nach neuen Wegen, die Maschinen zu uns, einen Weg zu finden, die Maschinen zu uns zu authentifizieren. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Yeah, that's right. Ja. Let's hear a warm round of applause for this guy. Eine Runde Applaus für ihn. We have two question angels in the Vortragenden. Anybody can sit up. Hier gibt's irgendwo Fragen? Gibt's eine Frage aus dem Internet? Nein. No questions from the internet. No questions from the audience. No one. Niemand aus dem Publikum. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Let's have another warm round. Thank you. Nochmal eine warme Runde Applaus. Thank you, Yogotar.